Diese Sendung wird unterstützt von Aquadynamik. Mein Wasserbett für einen erholsamen Schlaf. Wasserbett.ch. In unserer Gesellschaft ist vieles sexuell aufgeladen. Möglichst sexy sollte man sein und möglichst oft Sex haben. Grüezi und ganz herzlich willkommen. Was aber, wenn sie in der Realität anders aussieht? Wenn man die Sexualität nicht so prickelnd erlebt, wie sie rundum dargestellt wird, oder wenn in der eigenen Beziehung gar nicht viel läuft? Viele Paare kommen dann ziemlich an Anschlag. Janine und Pascal Götz waren frustriert. Sie haben wegen einer Hautkrankheit von ihr lange keine erfüllende Zweisamkeit gehabt. Und David und Delia Baumann haben unter seiner Pornosucht gelitten. Ein Versteckspiel, das die Ehe überschattet hat. Zuerst aber zu Grazia und dem Claude Billich. Schon 40 Jahre sind die beiden ein Paar. Um ein bisschen frischen Wind in ihre Beziehung zu bringen, haben sie vor ein paar Monaten an einem sogenannten Sexperiment teilgenommen. Eine ganz spezielle Ehewoche. Wenn es Sexperiment heisst, dann muss es ja etwas mit Sex zu tun haben. Also, das wünsche ich mir schon auch. Es könnte ja sein, dass wir auf den ganzen Tag im Zimmer sein müssen und da dreimal im Tag Sex haben. Ja, war das ein Stress für dich? Nein, schon nicht, aber ja. Nein, es geht sicher darum, dass wir auch etwas Neues entdecken, einfach Sachen anders anzugehen, vielleicht mal offen darüber zu diskutieren. Das waren damals die Gedanken im Vorfeld von Grazia und Claude Billich. Mehr zum Sexperiment später. Heute sind sie im Waldhotel bei Todtnau im Schwarzwald zu Gast. Seit dieser Ehewoche gönnen sie sich regelmäßig eine Auszeit. Das Ehepaar aus Basel kennt sich schon seit 40 Jahren. Unsere Ehe, finde ich, ist blumig. Abwechslungsreich. Überraschungsvoll. Wir arbeiten immer noch, dass man einander überraschen kann, auch nach 40 Jahren. Genau, spannend. Besonders gute Erinnerungen haben sie an die Flitterwochen. Die einjährige Weltreise hat die beiden zusammengeschweißt. Wir haben 24 Stunden Zeit für miteinander und beieinander. Und das ist schon sehr, sehr speziell. Sehr kostbar gewesen. Ja. Der Start in der Ehe so. Anzubauen war genial. Ja, ja, und wenn wir diese Zeit überleben, dann werden wir mit größter Wahrscheinlichkeit zusammenbleiben. Weil wenn man so viel Zeit miteinander verbringt und es noch gut hat nach einem Jahr, dann sollte man gut gerüstet sein für die. Die beiden waren jung und der Sex unbeschwert. Wir waren so lange an gewissen Orten gewesen, dass wir sich auch schöne Örtchen aussuchen können. Und das war natürlich immer auch sehr spontan und lässig gewesen. Aber eben halt auch ohne Zeitdruck und nichts. Das war schon sehr, sehr schön gewesen. Sehr romantisch. Entspannend. Die Sexualität hat sich im Laufe der Jahre verändert. Auch mit gesundheitlichen Sachen oder einfach mit Lebensumständen, besser gesagt. Also wenn Kinder gekommen sind, war automatisch einfach der Blickwinkel auf dem Kind gewesen, weniger Zeit füreinander. Ich habe bei den letzten paar Jahren halt auch am einen oder anderen ein bisschen gesundheitliche Probleme gehabt. Das konnte ich auch was machen erleben, wie das ist, immer wieder einfach keine Lust zu haben. Oder auch lange Arbeitstage, wenn ich vom Arbeiten heimgekommen bin, müde war und die Kinder da waren, dann hat es bei mir oft Phasen gegeben, wo ich einfach keine Lust hatte. Es war von mir aus halt auch so, dass ich von den Wechseljahren her nicht mehr so das Verlangen hatte. Aber ich wollte auch den Glut nicht enttäuschen. Und ich habe mich dann hingegeben. Also nicht, dass ich mich gezwungen gefühlt habe, überhaupt nicht. Es war dann gleich auch schön gewesen, aber ich habe einfach immer gedacht, aber wie geht das noch für die nächsten 30 Jahre? Und wenn man dieser Lust ganz beraubt ist, ja, ich habe das einfach nicht so verstehen. Ich war traurig gewesen über das eigentlich, weil ich habe gedacht, also in einer Ehe ist das eine ganz wichtige Säule. Das auch viel mit dem Claude zusammen besprochen und er hat grosses Verständnis. Das zeugt auch von einer riesigen Liebe. Und ich habe viel einfach gebetet auch, habe mit Gott auch gerungen, weil ich weiss, er ist mein Schöpfer und er hat mich genial gemacht. Ich bin sehr gerne Frau, aber mit dem habe ich manchmal wirklich ein bisschen gerungen. Weil das einfach wegblosen war.
Das ist vielleicht männerlastig, dass Liebe auch mit einer gewissen Begehrlichkeit verbunden wird. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn meine Frau mich nicht mehr begehrt, dann liebt sie mich vielleicht auch nicht mehr. Bin ich zu wenig attraktiv oder nicht mehr so attraktiv wie früher? Und das ist sicher etwas Schmerzliches gewesen, ja. Wie können wir das Problem angehen oder wie können wir das lösen? Und das hat immer wieder auch bei mir Enttäuschungen ausgelöst. Christa und Wilf Gasser sind Sexualtherapeuten mit eigener Praxis in Bern. Seit mehreren Jahren führen sie das sogenannte Sexperiment durch. Sag deinem Partner ein Kompliment. Ich schätze dich einfach. Du bist immer zart für irgendwelche Experimente. Das Experiment ist eine Ehewoche. Eine Verwöhn-Ehewoche, würde ich sagen. Und wir nennen es die etwas andere Ehewoche. Ja, genau. Wo man sich bewusst entscheidet, eigentlich eine Woche lang sich dem Thema Sexualität zu widmen. Dort zu wachsen, dort Neues zu lernen. Wir sagen immer, es ist schon die halbe Miete, wenn ein Paar sich entscheidet, überhaupt sich anzumelden. Für eine sexuelle Begegnung braucht es nicht eigentlich Lust, sondern eine Entscheidung. Und dann muss man aber irgendwie lernen, wie baut man Brücken zueinander. Dass ein Paar wie ganz neue Verständnis bekommen. Erstens mal eben, wie man darüber reden kann, so sprachfähig werden darüber. Und andererseits eben, wie baut man die Herzensbrücken, die dann aber auch auf der körperlichen Ebene eben etwas wieder geweckt werden kann. Umarmt euch. Das können wir. Ja. Am Experiment geben wir jeden Tag einen Input zu einem immer verschiedenen Thema. Und immer geben wir Gesprächsübungen und dann nachher noch körperliche Übungen. Und dann sind wir ja immer in tollen Hotelumgebungen, wo einfach auch die Inspiration eben zum wirklich Wellnessen okay, und auf Zeit miteinander zu verbringen, so aufeinander ausgerichtet zu sein. Das ist für viele wie eine neue Entdeckung, was das bedeutet und was das auch auslösen kann. Das ist nicht um eine orgasmusorientierte Woche gegangen, sondern es ist darum gegangen, hey, finde ich, weiss ich, was mein Partner gut tut. Ist das, was im letzten Woche vielleicht auch schon gut getan hat, oder ist so etwas anderes? Also die kreative Art wieder ein bisschen zu entdecken aneinander. Und das war dann meistens auch recht lustig. Es war auch sehr wertschätzend, gerade jetzt die allererste Übung. Da haben wir einander die Hände massieren und dabei sagen, was einem der Partner für wie kostbar er für einen ist. Und das hat mich wahnsinnig berührt, weil man das eigentlich viel zu wenig macht im Alltag. Die Übungen sind alle so in eine wertschätzende Richtung gegangen. Wir sind sehr motiviert, einfach in dem Thema Sexualität darüber zu reden, wie wichtig das Lernen ist. Dass einfach kein Mensch als Meister vom Himmel fällt, sondern gelingende Paarsexualität einfach etwas ist, wo man ein Leben lang irgendwie immer wieder muss entwickeln und neu anpassen jeder Lebensphase. Schön, dass Sie da sind. Grazia und Claude Billig konnten durchs Experiment neuen Schwung in ihre Ehe bringen. Sicher, dass wir mehr zusammen lachen. Also, gerade wenn es um Intimität geht, ist es überhaupt nicht mehr irgendwie angespannt oder mit Druck. Es ist total unkompliziert und schön. Und das hat sich also für das voll gelohnt. Freude, Zuversicht und auch Hoffnung, dass das Thema bis ins hohe Alter spannend bleibt. Und das ist etwas, was wir neu entdeckt haben. Ja, das war ein grosses Learning, das wir mitgemacht haben. Ich nehme mit, dass wir die intimen Begegnungen auch planen. Dass wir das nicht einfach so anschlittern lassen. Ja, man stellt sich darauf ein und das ist für mich vorher überhaupt nicht, das ist fremd gewesen. Aber es lohnt sich, dass man das so ausprobiert. Wenn man zusammen darüber lachen kann, hat man wahrscheinlich schon viel erreicht.
Anders war es bei Janine und Pascal Götz. Sie sind anfangs 20 und total verliebt, als sie heiraten. Was sie damals aber nicht wissen, ist, dass Janine an einer Autoimmunkrankheit leidet. Sie merken nur, dass es mit dem Sex einfach nicht klappen will. Bei Sexualität am Abend der Ehe ist eigentlich so gut wie nichts mehr gelaufen. Ich habe mich gefühlt, wie wenn ich mit einem sehr guten Freund oder mit einem Bruder zusammenleben würde. Das zwischendrin halte ich wie schwer aus. Einfach nur ein bisschen kuscheln oder so, das war einfach nicht so. Jetzt sehe ich das auch ein bisschen anders, aber in dem Moment habe ich wie gemerkt, ich kann mich wie nicht mit dem zufrieden geben. Es steckt ja mega viel Vorbereitung an, so einen Tag drin. Und dann so zu sehen, es funktioniert alles so, wie wir uns das denken. Wir hatten eigentlich keine Panik. Nein, irgendwie. Es ist wirklich einfach, es ist für mich perfekt gewesen. Ja. Ja. Als Ehestart einfach super, ja. Janine und Pascal Götz heiraten 2012. An ihre anschließenden Flitterwochen denken die beiden gerne zurück. Obwohl ihr erstes Mal anders war als gedacht. Jetzt ist man da das erste Mal, das zweite allein in der Ferien und könnte sich voll entdecken und Sex entdecken. Und dann hat es einfach wirklich nicht geklappt, weil ich so Schmerzen hatte und es ist einfach gar nichts gegangen. Und das war schon enttäuschend gewesen, ja. Aber eben gleichzeitig auch nicht so, dass ich das Gefühl hatte, oh je, das heisst, jetzt ist völlig fertig, das wird jetzt nie klappen, sondern mit dem Wissen darum war es, wir müssen uns jetzt halt einfach Zeit geben in dem Fall. Nach den Flitterwochen geht's los mit dem Studium. Janine und Pascal wohnen neu in einer WG mit einem anderen Ehepaar. Ja, und als wir dann jetzt so in diesem Studienalltag angekommen sind und in dieser Wohnung und allem, haben wir dann einfach gemerkt, das funktioniert weiterhin nicht mit dem Sex. Und das hat halt immer mehr zu wie Verhärtungen geführt zwischen uns. Ja, am Anfang haben wir gar nicht so richtig realisiert, was passiert jetzt eigentlich und die Unzufriedenheit, die sich zuerst mal unbewusst so ausbreitet. Und am Anfang sagen wir so, ja, es kommt noch, das kommt schon gut. Und irgendwann merkst du so, nein, irgendwie, es kommt nicht gut. Auch 3 Monate nach der Hochzeit ist es nicht besser. Janine geht zur Frauenärztin. Penetration hat gar nicht funktioniert, vom Schmerz. Und dazu ist nachher gekommen, dass ich dann ständige Juckreiz hatte, also am Tag durch. Und viele Tätigkeiten auch wirklich geschmerzt haben. Velofahren zum Beispiel, lang sitzen, gewisse Hosen, die enger waren, das hat auch alles wehtan. Die Ärztin verschreibt ihr Cortisonsalbe. Doch die Nebenwirkungen sind unangenehmer als die Symptome davor. Janine wechselt zu einer Frauenärztin, die mit einer Dermatologin zusammenarbeitet. Auch diese probiert verschiedene Therapien aus, ohne dass sie Janine eine Diagnose geben kann. Wenn ich sonst irgendeine Krankheit hätte, die einfach mich betreffen würde, dann hätte ich es vielleicht einfacher gefunden, als jetzt so eine Krankheit, die Pascal so mit betrifft. Und so in einem absolut intimsten Bereich, wo man eigentlich etwas so intim teilen will, und das funktioniert nicht. Und mit dem habe ich mega gehadert, auch, dass ich ihm das nicht schenken kann. Die ganze Situation war schon sehr frustrierend. Einerseits für Janine. Die Ärzte scheinen irgendwie nicht so ganz zu wissen, um was es geht. Ich kann ihr ja nicht Schuld geben. Also es ist ja nicht etwas, was sie irgendwie falsch gemacht hat oder so. Und gleich ist das da. Und, aber ich bin auch nicht schuld. Und ich habe meine sexuellen Bedürfnisse auch. Pascal fängt an, sich häufiger mit Freunden zum Fußballspielen zu treffen. Später wechselt er zu American Football, spielt im Club und trainiert 5 bis 6 Mal pro Woche. Das war etwas, wie so, eben, es ist auch ein Ventil, so aus dem wie ausbrechen, wenn ich auf dem Sportplatz bin, dann muss ich mir keine Gedanken machen, was jetzt die Heil läuft. Ich hätte mir in dieser Zeit eigentlich mega Zärtlichkeit gewünscht, also irgendwo gleich Sexualität. Sexualität ist ja mega breit, es ist ja nicht nur die Penetration, die dort nicht funktioniert hat. Aber für Pascal war das einfach schwierig. Ich hatte wie immer das Gefühl, ja, also entweder das Ganze oder gar nicht. Ich möchte nicht einfach den Motor anlassen und nachher dann gerade wieder abwürgen. Küssen, streicheln, einander irgendwie berühren, Petting, all diese Sachen. Ist alles sehr schön, aber das lohnt sich wie nicht, der Aufwand. Und dann wie gesagt, hey, dann lieber gar nichts.
Und das war dann für unsere Beziehung eigentlich voll kontraproduktiv. Auch nach 2 Jahren erleben Janine und Pascal keine befriedigende Sexualität. Sie entscheiden sich, in eine Eheberatung zu gehen. Das war etwas vom Schwierigsten, so die Unsicherheit, schaffen wir das miteinander? Und so, und da dann wieder Leute zu haben, die wie von außen reinkommen und sagen, hey, da finden wir einen Weg. Und so das Gespräch wieder gefördert, dass wir wieder ganz neu haben können, darüber reden und dann glaube ich, auch wirklich die Lust gekommen ist, um einander wieder neu zu entdecken. Eben, manchmal hat man wie so das Bild, nur Penetration und Orgasmus und so, und dann sind wir beim Sex. Aber es ist wie klar geworden, hey, gönn die kleinen Schritte und das Grosse kommt dann vielleicht schon. Das können wir jetzt vielleicht nicht garantieren, aber gönn mal die kleinen Schritte. Ein Hauptpunkt war auch, dass wir von der Distanz, die wir hatten, dass wir uns dort wieder zugewendet haben. Und durch das wieder eine Intimität entstehen konnte, wo es dann wirklich das erste Mal funktioniert hat, nach 2,5 Jahren, dass ich keine Schmerzen hatte beim Sex. Und das war wie mal ein Erfolgserlebnis. Ja. Wollen wir bauen? Ja. Nach der ersten guten sexuellen Begegnung bleibt es ein Auf und Ab. Dann endlich, 4 Jahre nach der Hochzeit, die Diagnose. Lichen Sklerosus, eine chronische Hautkrankheit, die schubweise auftritt. Eine Autoimmunkrankheit, von der schätzungsweise jede 50. Frau betroffen ist. Ja, die Krankheit äußert sich eigentlich vor allem dadurch, dass die Haut immer wieder aufreißt und wieder zuwächst. Und durch das Aufreißen und Zuwachsen gibt es wie so Vernarbungen, Verwachsungen. Durch das ist das ganze Gewebe auch nicht mehr dehnbar richtig. Dass ich endlich mal gewusst habe, was es ist und dann auch Therapieformen kennengelernt habe, das war einfach mal erleichternd, so nicht mehr so in dem Leeren aussen zu sein. Hormonelle Umstellungen sind herausfordernd. Die Schwangerschaft 2018 zum Beispiel war fast schubfrei, doch nach der Geburt häuften sich die Schübe wieder. Im Jahr 2020 wurde das gesellschaftliche Leben wegen der Pandemie auf Eis gelegt. Plötzlich hatte das Paar viel mehr Raum und Zeit, um eine schmerzfreie Sexualität zu entwickeln. Ich habe den Verein Lichen Sklerosus entdeckt, der mir eine mega grosse Hilfe war. Und wo ich dort wie eine Anleitung gefunden habe, auch für so gewisse Dehnungsübungen, die einfach die Durchblutung fördern und das Gewebe wie lockern, sodass es dehnbarer ist. In dem drin haben wir gemerkt, was kannst du machen, was kann ich machen, eben gerade auch im Vorspiel drin, eben jetzt massieren oder so. Ich glaube, das ist wie wichtig, das wir auch auszuprobieren und zu testen. Jetzt haben wir das Gefühl, dass wir so stabiles Fundament haben irgendwie geschafft zu erschaffen, das uns nicht mehr auseinanderbricht. Auch wenn wir haben jetzt in den letzten Monaten auch immer mal wieder etwas Schwieriges erlebt, aber wir haben wie gemerkt, die Sexualität hat nicht mehr darunter gelitten. Und das ist eine mega Freude. Die vergangenen Jahre haben auch den Glauben von Janine und Pascal geprägt. Ich habe in meiner Gottesbeziehung mega gelernt, zu ringen um etwas und so das beharrlich dranbleiben im Gebet auch. Ja. Und das war jetzt ja wirklich über Jahre gewesen. Ja, das ist wirklich etwas, wo mir auch eine Tiefe gegeben hat, jetzt schlussendlich in der Gottesbeziehung. Und wenn ich vertraue, dann möchte ich auch darauf vertrauen, dass Gott mich auch durch schwierige Zeiten durchführt. Man wünscht sich das Vertrauen, aber man wünscht sich nicht die schwierige Zeit, die es wie braucht, damit das Vertrauen wirklich wächst. Mehr Infos zu der Krankheit Lichen Sklerosus finden Sie auf sonntag.ch. Immer ein Smartphone dabei, überall Internet. Noch nie war Pornografiesucht so verbreitet wie heute und doch redet man nur wenig darüber. Dass der Pornokonsum für ein Paar zu einem ernsthaften Problem werden kann, das haben David und Delia Baumann erlebt. Ich habe die Faszination an der Schönheit einer Frau gesehen. Es hat mich erregt und dann konnte ich plötzlich nicht mehr aufhören. Und gemerkt, es ist nicht allein nur das, sondern es ist eine Abhängigkeit geworden. Ich habe einfach immer gespürt, in dem, dass er sich konsumiert, als wäre wie eine dritte Person im Ehebett. Es war nicht frei gewesen, es war nicht echt gewesen, nicht vertrauensvoll. Es war einfach gewesen, weil es ist und dazugehört. Ich bin mal am Computer gesessen,
Und dann habe ich etwas eingegeben. Dann ist eine halbnackte Frau erschienen. Und dann habe ich gemerkt, ja, es erregt mich, es passiert irgendetwas. Und das war das erste Mal, also in der 6. Klasse. David wird süchtig nach den Bildern. Es ist der Beginn einer jahrelangen Abhängigkeit. Wenn ich unterwegs war, in einem Kleiderladen oder so, dann dachte ich, ich werde es dort Sex haben. Dann habe ich zum Beispiel nicht daheim das eingegeben auf so Pornoplattformen. Die Fantasie habe ich nie ausgelebt. Erstens hatte ich mich auch geschämt dafür. Ich hatte eigentlich immer Achtung vor Frauen. Ich habe nicht gedacht, die sind einfach da und ich kann sie brauchen. Und darum, sexuell habe ich mich nie ausgelebt. Das habe ich erst mit meiner Frau, die ich geheiratet habe. David und Delia lernen sich bereits früh kennen. Er ist 21, sie 17. Beide machen eine Ausbildung zur Pflegefachperson. Mir hat seine liebevolle Art sehr gefallen an ihm. Und er hat mir einfach, wie sagt man so, die Sterne vom Himmel geholt. Also ja. Ich glaube, die Liebe war höher, als zu überlegen, dass ich mich auf eine Beziehung einlasse mit einem Suchtpatienten. Aber ich habe gleichzeitig auch immer gehofft, dass er frei wird von dem. Am Anfang der Beziehung vielleicht hatte ich eher noch das Gefühl, ich könnte ihm vielleicht helfen und mit ihm kämpfen. Und es ist dann manchmal auch fast, also nur am Anfang zum Glück, so fast ein bisschen zu kontrollieren hineingegangen. Wo bist du jetzt gewesen? Was hast du jetzt gemacht? Und so ein bisschen. Und habe dann gemerkt, ja, das führt nie nachher. Und ich kann nicht Therapeutin und gleichzeitig Freundin sein. Aber ich habe nicht gedacht, dass es so ein steiniger Weg wird. Pornokonsum war für mich sehr schwierig. Und zu wissen, dass er in Gedanken sich auf andere Frauen einlässt, das ist für mich Betrug. Darum ist das sehr verletzend. 4 Jahre später gründen die beiden eine Familie, bekommen Kinder. David schaut weiterhin Pornos, je nach Möglichkeit mehrmals täglich. Er hat es nicht verheimlicht, dass er es konsumiert. Was er dann verheimlicht ist, wie häufig. Es hat mich manchmal wütend gemacht, bis doch ehrlich zu mir. Weil das ist etwas, das ich daheim sehr mit Wert gezogen wurde. Man lügt nicht. Das ist etwas sehr Tiefes in unserer Familie. Und ja, das hat mich schlussendlich wie mehr verletzt als die Handlung. Einfach zu angelogen werden. Das hat schon Respekt und Achtung vor ihm eingekostet, eingebüßt. Es hat wie das Vertrauen zu mir gebrochen. David lügt über Jahre immer wieder. Er lebt ein Doppelleben und fängt an, die Familie zu vernachlässigen. Es hat sich immer alles um das gedreht. Wie kann ich die Zeit mit Pornos oder mit Büchern oder was auch immer, wo in die Richtung geht, ausfüllen. Und dann habe ich wirklich gemerkt, ja, mal wird er beherrscht von dem. Ich habe mich so gefesselt gefühlt. Ich wollte wirklich nicht schauen. Und dann war irgendetwas nicht gut gegangen. Oder ich wollte mich einfach belohnen. Und schon war ich wieder drinnen. Wenn es durch war, bin ich in ein tiefes Loch gefallen. Und dachte, jetzt habe ich versagt in jeder Linie wieder. Vor mir, vor den Menschen, vor Gott. Und das Spiel, ja, das ist mehrmals täglich passiert. Und es hat mich auch sicher depressiv gemacht. Ich denke, er hat sich sehr verändert. Er ist zurückgezogen worden. Er hat nicht mehr gleich viel Humor am Tag gelegt. Man konnte nicht mehr mit ihm rumblödeln. Ich glaube, durch das, dass er auch weniger liebevoll war, hat man sich wie ein bisschen angefangen zu distanzieren. Und ich glaube, es ist dann ein bisschen erkaltet, die ganze Liebe. Ich konnte meine Rolle nicht wahrnehmen als Ehemann, als Daddy auch nicht. Es war eine sehr grosse Zerrissenheit in meinem Sein, in meinem Herz. Für mich war Sex nicht genug, sondern ich habe das gar nicht verglichen. Eigentlich. Für mich waren das wie zwei verschiedene Sachen. Also, Pornografie war wie eine eigene Welt. Muss ich so weiterleben? Muss ich jetzt, wo ich Christ bin, quasi darf ich mich nicht trennen? Oder ja, habe ich schon auch den Anspruch an mich, man trennt sich nicht.
Und als ich mal beim Bus gesessen bin, um auf Thun zu arbeiten, habe ich sogar gesagt, muss ich jetzt wirklich, muss ich das einfach erdulden, weil ich Christ bin. Und ich hatte wirklich das Gefühl, wie Gott mir sagt, nein, du darfst gehen. Aber es ist nicht der Plan, den ich mit euch parat habe. David und Delia vertrauen sich einem befreundeten Paar an. Matthias Danzer begleitete David schon während dessen Ausbildung. Meine Hilfe hat konkret so ausgesehen, dass ich ihm angeboten habe, dürfen wir immer anrufen. Er darf immer zu mir kommen. Wir haben oftmals geredet miteinander. Wir sind auch viel gelaufen zusammen. Ich habe ihm gesehen, die Sucht kann noch viel größere Konsequenzen haben. Ich habe ihm auch gesehen, dass Delia das wahrscheinlich nicht ewig wird mitmachen. Ich glaube, es war für sie sehr schwierig gewesen, dass sie nie recht wissen, woran sie jetzt ist. Und was willst du deinen Kindern später sagen? Dass du bist rausgekommen oder dass du noch mit drinnen bist? David erkennt, dass er professionelle Hilfe braucht. Delia macht ihn auf das Aussteigerprogramm Escape aufmerksam. Ich habe zwar immer gedacht, ich will nicht zu einem Therapeuten. Wenn man irgendwie etwas hat, will man lieber nicht. Oder muss man zuerst halt erkennen, dass man Hilfe braucht. Um an diesen Punkt zu kommen und den Stolz zu überwinden, das hat mich schon gebraucht. Aber ich war schon so weit, habe ich gewusst, ja, das spielt keine Rolle. Ich wollte jetzt echt daraus raus. Beim Ausstieg aus der Sucht hilft ihm auch sein starker Glaube. Ich habe immer gewusst, dass ich von Jesus geliebt bin. Und egal, ob ich gesündigt habe, ob ich mir dreckig vorkam. Für Jesus ist es egal, was man macht. Ob man Sünd ist, ist für ihn nicht das Problem. Aber wie es mit damit umgeht, also lässt man es einfach sein, lebt man in dem innen. Das habe ich gewusst, das ist es nicht. Aber ich habe immer gewusst, er ist treu, er wird mit mir den Weg gehen. Und er wird mir auch helfen, daraus rauszukommen, wenn ich da dranbleibe. David bleibt dran und schafft nach 21 Jahren den Ausstieg. Seit 4 Jahren ist er frei von seiner Pornosucht. Er ist wieder mehr geworden, wie am Anfang der Beziehung, als er eben ehrlich war. Einfach wieder eben aufgestellter und fröhlicher. Und ja, man hat auch wieder zusammen beten oder einfach, ja, es hat sich wieder zum Positiven verändert. Aber ich glaube, wirklich frei machen kann nur Gott. Da bin ich fest der Überzeugung, da können wir nichts erkämpfen. Wir können den Willen dazu hinzufügen, aber wirklich frei macht echt nur Jesus. Das haben wir erlebt. Ja. Ich glaube, es ist ganz viel in dieser Zeit im Sexualleben kaputt gegangen. Und wir sind sicher noch nicht an dem Ort, wo wir sein wollen. Ich kann eigentlich sagen, wir haben jetzt erst gestartet in ihrer Sexualität, wo man sagen kann, jetzt haben wir das Fundament, wir sind beide quasi auf Null. Und jetzt habe ich das Glück, dass mir Delia dort auch wieder eine Chance gegeben hat, mehrere. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, also unendlich. Und jetzt dürfen wir dort wieder einen neuen Anfang machen. Auch wenn man kein Problem hat, ist es schön, sich mal zu zweit Auszeit zu nehmen. Zu gewinnen gibt es bei uns heute 2 Übernachtungen für 2 Personen im Schwarzwald, und zwar im Vitalhotel Grüner Baum, inklusive Naturspa und Zmorgen. Plus 10 von diesen Büchern von Christa und dem Wilf Gasser. Der Traum vom guten Sex. Schreiben Sie uns einfach mit dem Stichwort Auszeit bis am nächsten Donnerstag. Das wär's gsi für heute. Jetzt wünsche ich Ihnen noch ganz ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen. Diese Sendung wurde unterstützt von Aquadynamik. Mein Wasserbett für einen erholsamen Schlaf. Wasserbett.ch